Moinsen. Ich habe heute so ein kleines Potpourri an Sim-Racing-Charakteren zusammengebaut und vielleicht siehst du dich ja selber irgendwo da drinne. Ey, du, Meister, was hämmerst du da an deine Bremse rein? Es sind nur 80 Kilo. Man kennt ihn, den Heavybreaker. Man fragt sich, ob die Lehne heute noch da ist. Man kennt ihn, den 100% Force Feedback Dude. Es schüttelt, es rührt, man bricht sich fast die Arme. Aber ist ja noch nicht genug, ne? Dreh mal auf den Lachs. Weißt du, beim Simracen ist das Geile, wenn man das Schalten so richtig hört. Das muss richtig fetzen, muss das. Ja, da muss man richtig schön spammen können. Und dann muss das knallen, muss das. Das muss mein Nachbar, muss das noch hören. Denn es ist richtig. Still there. Still there. Right side, car right. Clear right. Yellow flag. Left side. Three, clear left. Left side. Clear all round. Car right, clear, car right. Du, das ist nicht schlimm. Das fahren wir einfach wieder raus. Kein Problem. Mach dir keinen Kopf. Fahr einfach gemütlich deinen Stiefel runter. Ganz entspannt. Ne? Am Ende kackt die Ente. Beim Anfänger fragt man sich immer, ist es jetzt eine Kaffeefahrt? Ist es eine Erkundungsfahrt? Oder lernen wir gerade die Strecke? Die Linie? Ausgewogen? Es ist mal hier eine Beule, mal da eine Beule. Mal hier zu wenig Bremse, mal da zu wenig Bremse, aber man sieht die Freuden im Gesicht und am Ende wird das Ergebnis dort auch stimmen. Denn gut Ding will Weile haben. Oh Mist, und ich frage mich immer, warum die so schnell sind. Und ich fahre doch schon so eine gute Linie und bremse schon so gut. Das Auto rutscht nicht. Weißt du, irgendwie habe ich damit. Ich weiß gar nicht, warum ich so langsam bin. Ganz ehrlich, das fühlt sich immer so richtig gut an. Irgendwie komme ich auch nicht aus dem Tee. Weißt du, warum zufällig? Also, wenn wir uns das hier jetzt mal genauer ansehen und hier mal deine Gaspedaleingaben sehen, als auch deine Bremse, muss ich dir ganz ehrlich sagen, du solltest wirklich noch ein bisschen mehr fahren, weil das weicht schon sehr von meinem eigentlichen Fahren ab. Also hier auf der Bremse liegt schon wieder, ja, wenn ich das so grob überschlagen muss, eine halbe Stunde Zeit und dann hier auch auf dem Gas wieder kommt die weitere halbe Stunde, da sind wir dann schon mal gediegen bei einer Stunde, die du langsamer bist auf der Runde, ne? Wenn du jetzt hier auch mal guckst, wie du da durch die Kurve fährst, sehr, sehr eng. Also auch da muss ich ja sagen, du könntest vielleicht mal die ganze Strecke benutzen und nicht nur die Hälfte, weil du hast ja auch nur mal alles bezahlt, nicht wahr? Nicht nur das kleine Stückchen hier. Also setz dich bitte einfach nochmal rein und gib mal richtig Gas und bremst mal vernünftig. Danke. Das war eine gute Session heute, du. Ah, ja, das war's. Geschwitzt habe ich nicht. Nein.
green, green, green. Car right. Still there. He's still there. Still there. Car right. You're in the middle. Three wide. Clear right. Leute, ich wollte Crash bauen und das hat nicht funktioniert. Clear left. Car left. Yellow flag. Hold your line. Clear left. Weißt du, was geil ist, wenn man nebenbei redet? Was denn? Dass der Körper das intuitiv macht und man sich nicht so hart darauf konzentriert. Ja. Ja. Dann macht man nämlich sowas. Sack! Und driftet der Orange auch. Boah, das ist schon wieder so. Oh, das hat weh. Oh. Oh. Au! Oh, das wird richtig blau. Ne, diesmal schiebe ich dir raus. Hast du vergessen. The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Now 5.0. Oh nein, scheiße, ich hab den Motor ausgemacht. Scheiße, ich hab den Motor ausgemacht. Was zum Fick? Du musst anhalten. Hey du, schön, dass du es bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß an dem Video, konntest dich selber irgendwo wiedersehen und lässt mich in den Kommentaren wissen, was ich vielleicht vergessen habe oder was ich vielleicht gar nicht so richtig dargestellt habe. Und lässt mir noch einen Daumen da, ein Abo da. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Haust rein. Bis dann. Tschüss.